Meine Freunde, wir sind hier wieder zurück bei Let's Play Cry of Fear. Das letzte Mal ist das Spiel wieder sehr schön abgestürzt, wie immer. Und ja, das Spiel schafft es gerade so vielleicht mal 20 Minuten zu laufen, ohne rumzuspinnen. Das ist echt nervig, aber kann man nichts machen. Kann nur hoffen, dass nichts, dass es einfach irgendwann aufhört. Was es nie tun wird. Dass wir irgendwo mal in Bereiche kommen, wo wir nicht die ganze Zeit durch Türen gehen, weil dann hängt das Spiel auch nicht. Hat das nicht die Möglichkeit zu hängen, denn wir geben ihm keine Chance zum Hängen. Es hängt ja nur, wenn wir durch Türen gehen, wenn der Ladebildschirm kommt, wenn wir den nicht zu, wenn die zulassen, dass ein Ladebildschirm kommt, dann kann er auch nicht hängen. So. Da sind wir wieder zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da wieder da, ihr wisst schon. Meine Waffe ist weg. Das ist erfreulich anzusehen, wenn die Waffe weg ist. Super, klasse, danke meine Freunde. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, das ist nur unübersichtlich. Ich check da eh nicht durch. Ja. Ich würde sagen, ich gehe da einfach da. Oh, ich bin fast rübergekommen. Ja, aber das Auto ist auch zu hoch, also muss man schon sagen, also so ein Auto rüber zu klettern, na, das kennen ja nur die Oberkings der Kings. Das kennen nur die Oberkiller, also ich könnte das nicht, also das ist echt viel zu hoch. Kann ich never von mir verlangen. Hallo? Umfallen bitte. So, jetzt muss ich hier mal schauen. Ne, warte mal. Nimm einfach die Schrottflinte. Wenn Mikey und sowas kommt, die pusten wir jetzt schnell mit der Waffe einfach um. Ah, man sollte halt nicht daneben schießen, weil sonst könnte das problematisch werden. So. Au! Arschloch. Das mit der Schrotflinte brauche ich da 10 Jahre, wenn ich den in die Fresse schieße sogar. Ich würde gern meine MG ein bisschen aufsparen, weil ich habe da auch nicht mehr so viel. Gucken wir mal, was wir jetzt. Warte mal. Okay. Ja, was wir damit jetzt hier noch kurz ausrichten können. Die Muni ist schon leer. Der trampelt aber auch. Das sieht auch echt miserabel aus, der Typ, also. Ist auch irgendwo rumfallen. Danke. Nach 10 Jahren. Ah, warte mal, die Schaufel war ja auf der anderen Seite, glaube ich. Das prügeln wir hier erstmal alles frei. Also ich bin mir sicher, dass wir da lang müssen, weil anderen Weg kann ich mir nicht vorstellen. Gerade zur Zeit. Eine Waffe habe ich eh nicht. Ich weiß nicht, ob ich Bock habe, da rüber zu rennen, da rumzubuddeln und weiß nicht was. Aber im Endeffekt ist da eh nichts. Ist auch nichts. Was? Die Scheiße auf die Munition. Ist mir viel zu stressful. Die Waffe habe ich eh nicht und von dem her drauf geschisselt. So. Ladebildschirm. Vorsicht, meine lieben Freunde. Es könnte kritisch werden. Obacht. Die eine Tür müsste jetzt auch geöffnet sein.
müssen wir erstmal gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Ich habe nämlich null Schimli, null Schamla, null Schimli, Lumli. Ich glaub da. Dächer müssen wir safe nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann sagen, Alter, es hängt hier. Dann hat es doch nicht geht. Schon immer so gruselig laut hier. Nee, da müssen wir bestimmt nicht hin. Ich speichere jetzt einfach mal da, im letzten Slot. So, dass wir halt mal gespeichert haben, damit wir hier minimal auf der sicheren Seite sind. Denn wenn ich jetzt da jetzt durchgehe, dann könnte es sein, dass es nicht hängt. Don't work the elevator. Lichter bing 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 bing. Auf die andere, aber ich hab, dass man so weit zurückläuft, ohne irgendwie eine Anmerkung zu bekommen, wisst ihr, was ich meine? Irgendwas so, ey, guck mal, da ist was passiert, da müssen wir lang. Ja, ja. Alter, da kam ich her. Da habe ich rumgebuddelt. Da liegt Sophie. Das Blut hat aber auch gespritzt, als ob die da so rumgeschlittert wäre. Gut mal so, Simon, was ich kann. Ich schlitter noch ein bisschen. Schau, schau. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich laufe einfach blöd vor mich hin irgendwo, keine Ahnung. Leute, das ist ein gutes Zeichen. Ein Viech. Es lockt. Locked. Ne. So, wir sind hier safe auf dem richtigen Weg. Das ist die Bestätigung für uns. Das ist schon mal super. Ich muss den Kopf treffen, weil sonst... Oh, wow, 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 Leute. Das habe ich gar nicht beachtet. Unser Leben sieht grauenhaft aus. Tütengesichter, Alter. Wie sieht der aus? Du siehst scheiße aus. Sonst hätte der eine Tüte auf dem Kopf. Oh, guck mal, wo ich bin, Mann, ey. Auto ist echt super. Sieht nicht aus wie ein Toyota. Aus wie ein, ja, ein Mustang. Ich meine, wie eine Eigenkreation von Auto. Die Munition weggeworfen. Ist. Weg. Geworfen. Ey, wie schnell ich sterbe? Dein fucking Ernst? Ja, tot. Ich bin schwul, tot. Ich hätte das nie machen sollen mit diesem Scheiß da. Platze, Dreckswaffe habe ich die ganze Zeit mitgenommen. Da hätte ich die ganze Zeit Spritze dabei haben sollen. Spritzen. Die Verschwende des Todes. Müssen wir das überlegen, da muss ich mit einer stärkeren Waffe ran, glaube ich. Da muss ich leider mit meiner MG, glaube ich, kommen. Die ersten zwei kriege ich ja easy weg. Aber der dritte, der ist viel zu kacke. Das geht so nett. Das müssen wir echt, da müssen wir echt irgendwie anders vorgehen hier.
die ganze Firma irgendwo hängen. So, adios. Adios. Ich hab nur 3 Schuss! Alter, willst du mich vereiern? Oh, nee. Und ich hab daneben geschossen. Guck mal, wie viel Leben der mir abzieht. Was soll ich denn da machen? Ich hab getroffen. Ich brauch die Spritze, sonst ist direkt wieder vorbei. War doch auch nochmal eine, oder nicht? So, ich denke mal, wir müssen da lang anstatt da lang. Ja, auf! Oh, die schmier dir eine. Kleib dir eine, du Wicht. Ich brauch eine Spritze. Ich brauch eine Spritze. Cha 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 cha. Ich brauch eine Spritze. Ich brauch eine Spritze. Cha 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 cha. So läuft er. Alter, wenn du noch weiter rumheulst, Alter, dann... dann gibt's echt eine Fistparade für dich gleich. Alter, du bist ein Kuppel. Mann, Alter, ich hab nichts. Was soll ich machen? Ein Messer? Sieht euch das rein, Alter. Messer existiert auch noch. Fliegt ein Flugzeug, das hört sich an, wie er ihn echt... Ich schmier dir gleich eine, Alter, damit du bis nach Ägypten fliegst. Du. Ja, gut. Tuk. Die Tuk Tuk. Ja, muss ich darüber oder muss ich da hinten? Das ist die große Frage. Halt keine Viecher mehr, deswegen ist das schwer zu beurteilen. Spritze? Hallo? Ist Spritze? Ich glaube wohl selber nicht, dass ich da lang muss. Ich denke mal, wir müssen doch den anderen Weg gehen. Gesehen, der ist gerade Treppen hochgerannt. Willst du mich verarschen? Warum macht der... Warum... Krüppel. Nichts nutzt. Idiot. Ah, hörst du öfters, hä? Deswegen ist er hier so psychisch am Arsch. Hey, warte mal. Hä, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Nochmal zurück, oder? Und dann da hinten links, irgendwie so ein Kies. Ich wollte schon erbost sein. Ich dachte, vielleicht hängt er wieder. Trading AB, es sagt mir gar nichts hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass ich eine Spritze will. Oh, fix bitte. Eine Spritze. Ganz langsam hier. Orange. Das ist der Buch. Der hat echt ein Buch auf dem Kopf. Alter, der tötet mich, indem er nicht mal richtig mich berührt, weiß ich meine, das ist ja... Nochmal zurück, vielleicht haben wir da irgendwas. Nicht. Nix. Ich hab seit 10 Jahren keine Spritze mehr bekommen. Keine Chance, was soll ich da machen? Scheiße, Alter. Alter, wie lange habe ich schon wieder nicht gespeichert? Ein Gustav Park, Gott sei Dank.
Ich hab doch nichts an Munition, was soll ich denn machen? Ich hab 2 Schuss davon, ich hab nichts davon, ich hab Pistole ohne Leben. Es wird richtig ranzig, Leute, da hier durchzukommen. Diese Typ, die sind krank. Die mag ich nicht. Problem ist, ich kann auch nicht sagen, ob die mit einem Schuss sterben, wenn ich da. So, den muss ich irgendwie anders töten. Ich muss hier mit der Schrotflinte oder irgendwie sowas töten. Sonst klappt das hier nicht. Shit. Mann, was soll ich machen? Heulern, zack. Guck mal, wie eklig der aussieht, du Ekliger. Ja, Leute, es ist wieder abgeschmiert. Fick die Henne, scheiße, Kaka. Und wir sehen uns. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns gleich wiedersehen oder bei der nächsten Folge. Bis dann.